Dein Superbruder hat ein kleines Detail übersehen. Was denn? Ich bin vorbestraft. Und wenn das Ganze vor Gericht geht, dann lande ich im Knast. Ja, mit Helena. Die ist super nett, aber mehr läuft da nicht. Für jetzt solche lockeren Sachen, da ist sie doch irgendwie ein bisschen zu ernsthaft, zu verkopft. Ja, nee, mit Helena und mir, das passt irgendwie nicht. Wenn du meinst. Ja, das meine ich. Hey, Schatz, was ist los? Hey, Helena. Hey, na, wie geht's? Jetzt gut. Ich dachte schon, du versetzt mich. Ach, weißt du, ich... Dann können wir ja in mein Atelier gehen. Atelier? Genau. Das ist ungefähr 2 Stockwerke über uns. Also, ich weiß nicht. Ach, komm schon. Soll ich das Porträt etwa hier unten fertig machen? Komm. Ihr Chef kennt bei Ladendiebstahl wohl keine Gnade. Warum muss sie auch direkt zu ihm rennen, weißt du? Das ist echt unglaublich. Jetzt lande ich echt wegen so einem Scheißoberteil, was mich überhaupt nicht interessiert, wieder im Knast. Christian, jetzt mach dich doch nicht verrückt. Ja was, Olli? Für die Richter bin ich immer noch ein Wiederholungstäter. Hast du das schon vergessen? Komm erst mal nach Hause. Also, dass du das Schnüffeln nicht lassen kannst... Ich habe einfach so viel verpasst. Einschulung, Klassenfahrten, Zeugnisse. Tja, das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Erzähl doch mal was. Was war dein Lieblingsfach? Und hattest deinen besten Freund in der Schule? Und hattest deine Klassenlehrerin oder einen Lehrer? Also, bevor du jetzt gar keine Ruhe gibst, Mathe. Zu 2 weiß ich nicht mehr genau. Und Fräulein Sauerwald. Aber ich denke, wir beide haben jetzt hier genug zu tun. Warst du in sie verliebt? Also, damit eins klar ist, du hast mich natürlich zur Welt gebracht. Aber verdammt nochmal, du bist nicht meine Mutter. Egal, wie sehr du auch in der Vergangenheit wirst, das wirst du nie sein. Außer du gewöhnst dich dran. Ist zwar nicht ganz so perfekt wie in Wirklichkeit, aber naja. Gut. Was sagst du? Echt? Aber was ist mit den Haaren? Ach so. Ja, ich habe das einfach vor meinem inneren Auge so gesehen wie am Rhein. Und ehrlich gesagt war mir die Frisur hier ein bisschen zu kompliziert. Ja, klar. Du stehst ja eher so auf unkompliziert. Fast vergessen. Was soll denn das jetzt? Oh. Hast du das etwa vorhin mitbekommen? Wo willst du hin? Weg. Helena, warte doch! Schmeckt's nicht? Ah, ich hab keinen Hunger mehr. Oh, hey. Euch habe ich gesucht. Lydia. Ich habe eine Bitte an euch, also vielmehr meinen Redaktionsleiter, der ist auf mich zugekommen, weil er möchte gerne ein Interview mit euch machen. Mit uns? Mit Mutter und Sohn, die gemeinsam eine Firma führen. Das kommt nicht so oft vor in der Welt. Also ich denke, das könnte ganz interessant sein. Ja? Ich habe für so einen Quatsch leider keine Zeit. Das wäre der gute PR für die Holding. Ja, und was für eine? Ja, richtig, ich vergaß. Gerade in Wirtschaftskreisen ist der Düsseldorfer Kurier ja von überregionaler Bedeutung. Sagen wir dann gleich morgen früh? Kein Problem. Gut, dann will ich euch auch nicht weiter stören.
Sag mal, bist du jetzt völlig durchgedreht? Was ist, wenn dieser Mensch irgendwelche unangenehmen Fragen stellt? Oder noch schlimmer, wenn er sich umfassend informiert hat und ihm irgendwelche Widersprüche aufgefallen sind? Ach, so kurzfristig, wie das Interview angesetzt wurde. Wir canceln den Termin. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste diesem Menschen erklären, dass ich die Holding leite und du sämtliche Anteile hältst. Aber das brauchen wir da gar nicht zu erwähnen. Lass dir schon mal eine Ausrede einfallen. Ist es nicht viel verdächtiger, wenn wir uns vor diesem Interview drücken? Die Rolle als Francesca beherrsche ich. Und die als deine Mutter sowieso. Was habe ich das verdient? Schön, dass Sie Zeit haben. Setzen Sie sich doch. Sie sind natürlich eingeladen. Ich nehme an, es geht um den Ladendiebstahl? Ja. Also, ich meine, das Ganze ist doch ein Missverständnis. Christian hat das Oberteil nicht gestohlen. Ich meine, was sollte er auch damit? Wirklich, er ist der ehrlichste Mensch, den ich kenne. Wissen Sie, ich glaube ja, das Teil ist einfach unglücklich in die Tüte reingefallen. Ich meine, es hing ja auch ziemlich locker auf dem Bügel. Ich hatte es kurz vorher noch in der Hand. Wieso schaffen wir das Ganze nicht einfach aus der Welt? Ich zahle es. Und für die Kaffeekasse gibt es auch 20 Euro. 30 Euro. 40 Euro, nur für Sie. Wissen Sie, mein Chef, der fährt einen Null-Toleranz-Kurs bei Ladendiebstahl. Und er wird die Anzeige niemals fallen lassen. Dann geben Sie mir seine Telefonnummer, ich rede mit ihm. Das nützt gar nichts. Aber... Na, da bist du ja. Wenn ich vorstellen darf, mein Schwager... Ansgar Graf von Lahnstein. Welch eine Freude, dass Sie uns Ihre kostbare Zeit schenken. Bringen wir es hinter uns. Ich lasse euch da mal allein. Sie haben doch sicherlich nichts dagegen, dass unser Fotograf ein paar Bilder schießt. Nein, nein, ist in Ordnung. Mutter und Sohn an der Spitze eines weltweit agierenden Unternehmens. Wie fühlt sich das an? Ehrlich gesagt sind Gefühle im Geschäftsleben eher hinderlich. Es ist sicherlich von Vorteil, dass wir uns ohne viele Worte verstehen. Und das trotz der langen Zeit, in der Sie getrennt waren? Sagen Sie mal, ich dachte, wir machen hier einen Beitrag für den Wirtschaftsteil. Ja, das tun wir auch. Aber unsere Leser interessieren sich auch für die privaten Aspekte der Topmanager unseres Landes. Und wir geben auch gerne Auskunft. Und zu Ihrer Frage, die Zeit hat darauf keinen Einfluss. Die Gefühle müssen doch überwältigend gewesen sein, als sie sich endlich wieder in die Arme schließen konnten. Nun, es hat eine Zeit gebraucht, bis ich überhaupt realisiert habe, dass ich wieder bei meiner Familie bin. Aber dieses überwältigende Gefühl, dass uns etwas ganz Tiefes und Großes verbindet und dass wir zusammengehören, dass wir ein Fleisch und Blut sind, das war sofort da. Vor allem bei Ansgar und mir, nicht wahr? Ja, tut mir leid, Sie werden mich entschuldigen müssen. Ich muss arbeiten. Ernsthaft? Verkopft. So. Guten Morgen. Lydia. Und, wie war's? Jetzt sag schon. Ich würde mal sagen, das war Schiffbruch. Und zwar Deluxe. Wie jetzt? Es war einfach ein absoluter Reinfall. Was ist denn passiert? Er hat 0,0 Interesse an mir. Woher weißt du das? Weil er es gesagt hat. Und was hat er genau gesagt? Dass wir nicht zusammenpassen. Ja, was? Ja, allein schon, dass er darüber nachdenkt, dass sie nicht zusammenpasst, zeigt doch, dass er Interesse an dir hat. Einen wunderschönen guten Morgen. Ach, schon wach, oder sollte ich sagen, ne? So, ich bin noch ein bisschen weitergezogen und habe Verstärkung bekommen. Andi war noch da und hat einen ganzen Junggesellinnenabschied abgeschleppt. War echt noch wild. Donuts? Donuts?
Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Ja, sicher. Alles in Ordnung. Moment, warten Sie. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wo die nächste Polizeiwache ist? Zwei Ecken weiter. Sind Sie überfallen worden? Oh, nein. Ich muss nur dringend was erledigen. Danke. Ich brauche hier noch einen Moment. Lass dir Zeit. Olli, ich komme schon klar. Quatsch. Wir überlegen uns jetzt zusammen, was wir machen können. Hat doch eh keinen Sinn. Am besten, wir fragen mal einen Fachmann. Komm mal mit. Sebastian, hast du mal einen Moment? Ja, sicher. Worum geht's denn? Und Christian, also. Rebecca hat dir doch bestimmt schon erzählt, worum es geht, oder? Was? Hier ist Oberteil, was irgendwie in meine Tasche gekommen ist. Ach, du bist der Freund, der beim Ladendiebstahl erwischt worden ist? Christian hat das Teil nicht geklaut. Ich meine, das ist ja lächerlich, das ist ein Frauenoberteil. Ja. Und wie ist es dann in deine Tasche gekommen? Keine Ahnung. Ey, pass mal auf, ich bin unschuldig, ja? Und jetzt, was soll ich da machen? Das Problem ist, dass Christian schon vorbestraft ist. Wenn die Sache jetzt dumm läuft, dann... Kriegt er eine Haftstrafe aufgebrummt. Ja. Also wir dachten uns, kannst du Christian da nicht irgendwie rausboxen? Naja, das ist allerdings ziemlich vertrackt. Polizei. Christian Mann? Ja? Sind Sie sich da sicher? Okay, ja. Danke. Auf Wiederhören. Was ist los? Ich bin raus. Der Täter hat sich gestellt. Was? Ja. Du musst doch eigentlich total müde sein von eurer Clubtour. Nö, keine Spur. Ich dachte, wir spielen gleich noch eine Runde Tennis. Ich hab dich schon lange nicht mehr geschlagen. Heute lieber nicht. Aber nur, weil du endlich eingesehen hast, dass du keine Chance hast. Will dir bloß nicht sein. Was ist denn heute los mit dir? Ich habe letzte Nacht einfach so gut wie gar nicht geschlafen. Und dann nerv ich dich noch mit Tennis. Quatsch. Tristan. Sei mir nicht böse, ich möchte einfach ein bisschen allein sein. Na klar. Aber wenn du irgendwas brauchst, dann... Melde ich mich. Versprochen. Diese Zeit war sicherlich eine sehr intensive Form der Abnabelung. Wie Sie wissen, erzwungenermaßen. Welches sind Ihrer Meinung nach die hervorstechendsten Eigenschaften von Ihnen und Ihrem Sohn? Ich würde sagen, die Zielstrebigkeit. Und hat er die in der Schulzeit auch schon an den Tag gelegt? Können Sie sich das etwa anders vorstellen? Musstest du mich eigentlich anlügen?
warum verdammt nochmal musstest du so tun, als wärst du meine Mutter? Da ist dem Dienstmädchen wohl etwas aus der Hand gefallen. Ja, ich würde vorschlagen, wir kommen dann langsam zum Ende. Gräfin Landstein, ich danke für das Gespräch. Schade, dass Ihr Sohn so bald weg musste. Ja, bedauernswert. Aber leider ist unser Terminkalender mehr als voll. Und mein Sohn lebt für die Holding. Und auch meine Zeit drängt. Nur noch mal kurz in die Küche. Aber ich sage Luca schon, dass er eine Flasche Champagner öffnet. Okay. Ist ja fast erleichterter als du. Ja, wir brauchen auch kein Riesentheater ausmachen. Bitte? Du bist gerade um Haaresbreite dem Kittchen entgangen. Eben. Eben was? Es war knapp. Scheiße knapp. Und das Ganze nur, weil mir einer echt übel mitgespielt hat. Aber jetzt ist doch alles wieder okay. Diese Vorstrafe, die wird mein Leben lang anhängen. Wenn du einmal diesen Stempel drauf hast. Hey, jetzt hat sich der richtige Täter doch gestellt. Und alle, die dich kennen, standen hinter dir. Christian, wenn du gehört hättest, wie Rebecca zum Beispiel dich verteidigt hat. Ihr habt recht. Danke. Ich habe wirklich die tollsten Freunde der Welt. Aber wenn ich den erwische, dem ich das zu verdanken habe. Na, hab ich dich erschreckt? Wie siehst du denn aus? Ich gehe Yoga machen, im Park. Helena, warte doch mal. Ich habe noch ein bisschen was an deinem Porträt gemacht. Guck mal, die Haare, die habe ich jetzt so gelassen. Ich fand irgendwie, das steht dir besser. Also nicht, weil es jetzt unkomplizierter war. Danke. Das gestern habe ich übrigens nur so gesagt, ohne wirklich nachzudenken. Ich bin nämlich froh, dass wir uns kennengelernt haben. Schleimer. Wirklich? Ich sag die Wahrheit. Ja, okay, ich glaube dir. Super. Dann ist mein Tag ja gerettet. Ich muss dann jetzt auch wieder los. Zur Arbeit. Aber bestimmt sehen wir uns. Klar, wir sehen uns. Wir wohnen hier. Auf Wiedersehen. Ich glaube, dieses Interview wird Sie unseren Lesern näher bringen. Das wäre doch sehr schön. Auf Wiedersehen. Und, hat alles geklappt? Selbstverständlich. Es war mir eine Freude. Hier geblieben. Sag mal, warum hast du mir eigentlich nicht gesagt, dass das mit dem Ladendiebstahl Christian ist? Ich
wusste nicht. Ja, ich kann es mir schon denken. Ich war wohl ein bisschen zu sehr nerviger großer Bruder in letzter Zeit. Tut mir leid. Schon okay. Was hältst du davon, wenn wir zusammen zu Mittag essen im Schneiders? Komm, wir haben schon ewig nichts mehr zusammen gemacht. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Hunger. Also ja, der kommt schon noch. Also los, auf geht's. Lass sie liegen. Ansgar, lass sie! Weißt du, was mich immer getröstet hat? Nicht zu kämpfen hatte, nicht unsicher war oder nicht angegriffen wurde. Dass meine Mutter mich geliebt hat. Mehr als alle anderen. Das war sicher auch so. Du musst es ja wissen. Das sieht man auf den Fotos. Ach, sie wollte doch nur ihr schlechtes Gewissen beruhigen, weil sie mich dir weggenommen haben. Sie war kein bisschen besser als Johannes. Ich bin ein Bastard. Gnadenhalber durchgefüttert. Im Grunde war ich hier immer alleine. Das Gefühl kenne ich gut. Jetzt sind wir nicht mehr allein. Jetzt komm, wenigstens eine Kleinigkeit. Sebastian, ich habe wirklich keinen Hunger. Ach, und dann können wir auch direkt mit anstoßen. Anstoßen? Ach ja, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Christian ist unschuldig, der Täter hat sich gestellt. Und das wird wohl gerade gefeiert. Jetzt komm. Jetzt freu dich doch, lieber. Hallo? Hey. Dürfen wir auch ein Glas? Aber sicher doch. Rebecca, hast du schon gehört? Danke. Ist doch cool, dass der Täter sich gestellt hat. Bitteschön. Auch wenn es nicht an deinem Einsatz lag. Ach ja, richtig. Charlie hat erzählt, dass du versucht hast, die Verkäuferin umzustimmen. Auch wenn es nicht funktioniert hat. Ja. Vielen Dank. Ja, dann auf Rebecca, die Kämpferin für die Entrechteten. Auf Rebecca. Hört auf, bitte. Ihr trinkt auf die Falsche. Ich war das. Ich habe das Oberteil in deine Tüte reingesteckt.